Gut, machen wir die Quest. Natürlich hat das mit dem Stream zu tun. Es bezieht sich auf Assassin's Creed Rome und Tobi. Nicht wirklich, es ist mehr Fanfiction, oder? Tobi hat gerade auch gesagt, dass es hier bitte lassen soll, sondern. nein, ich probiere die beiden Spiele zu verbinden und die Verbindung zu gründen. Dafür eine Fanfiction ist etwas zu kurz. Wenn du weiter darüber redest, gebe ich dir einen Timeout, Tobi. Und ich mag Diskussionen. Ja, Rake, an sich sind Diskussionen ja auch ganz okay, aber wenn es halt. Ja, also. Wenn es halt. Warte mal. Ich hab das drüber gar nicht. Ja, tröte mich gerade nicht an. Ja, aber also Diskussion, wie gesagt, ist alles schön und gut, kann man hier machen. Aber die Diskussion ist jetzt eigentlich schon vorbei. Also quasi, wenn, also ja, erstmal unterlassen. Also ich meine, Fanfiction sind lustig, die mal so machen, aber man muss es jetzt auch nicht so übertreiben, ne? Wie wird das geschrieben, Hilfe? Genau, also jetzt einfach, ja, das wurde geklärt und da ist ein Böser. Ich muss mich jetzt auch wieder konzentrieren auf einen etwaigen blöden Typen. Ich will erstmal wissen, wer das ist. Level 15, ach so. Pergamon der Forsche. Interessant. Was ist das für eine? Warte, wer ist das denn jetzt? Ah, da ist er doch. Oh, süß. Pergamon der Forsch. Er hat bereits in jungen Jahren Schwierigkeiten, sich mit Worten auszudrücken. Oh. Kann ich sehr. Ja. Also. Fällt mir leicht. Die Menschen seiner Heimat Plateiajajajaj können es bezeugen. Ein Streitkolben vermittelt seine Absicht wesentlich schneller. Höhere Schaden durch Attentate. Ui, I like it. Geringer Schaden durch Nahkampfangriff. Ui, I like it. Gut. Den werden wir mal frühstücken. Oh, Kamera. Danke, Rick. Ach komm. Ja, ja, es geht um sehr viel Geld. Warte, 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 warte. Jetzt schieß doch nicht auf mich. Ich wollte eigentlich da raufklettern. Hi, warte mal. Mhm. Sie ist zu schnell für mich. Ach ja. Hi. Also manchmal klettert sie und manchmal nicht. Warte, ich versteck mich jetzt. Also der weiß eh nicht mehr, wo ich bin. Ach, jetzt kannst du so einen fetten Felsen hochklettern und da hinten konntest du es nicht. Oh, das war falsch. So. Ja, woher kam der Schuss, hä? Woher kam der Schuss? Wo bin ich? Es ist nichts zu sehen. Guten Tag.
Söldner zu töten, ist so ein lohnendes Geschäft. Ja, nicht, wenn man dabei stirbt. Guten Tag. Hab ich dir wehgetan? Es tut mir leid. Aua. Habe ich ihn getreten? Wie, du bist gleich tot? Natürlich kann ich das besser, ich könnte dich töten, aber das macht ja nicht so viel Spaß wie mit dir zu tanzen. Ich trete dich mal. Oh, warte, jetzt trete ich dich. Und jetzt halte ich mich. Und jetzt gehe ich mal weg. Und jetzt bei dem Bogen. Das wollte ich auch gerade sagen, du mit deinem Pfeil durch den Kopf. So, ja, oh, der Arme. Aber da steht da wenigstens noch. Oh, du stehst noch. Oh, apropos, ich habe ja neue Items. Ich bin halt so, ich bin in der Diskussion, ich kann nicht aufhören. dann ist ja die perfekte Zeitpunkt, damit erst zu lernen, bla bla blub. Die Masse im Koffer funktioniert nicht. Okay. Find's immer so lustig, wie sie da steht, wie ein Schuljunge, die was nicht machen dürfen. Achso. Ja, Rick, passt jetzt. Das ist jetzt Ding. So. Ja, den habe ich jetzt so hochgetunt, dass der eigentlich sogar schlechter ist. Aber der ist geil. So. Sorry. Akzeptiert. So. Okay. Der ist natürlich auch schön hübsch. Jägerschaden ist immer gut. Wie sieht der? Warte, ich. Sehr schön. Jägerschatten und Attentatschatten. Sehr schön. Da habe ich auch eine gute Rüstung bekommen. Gift und Brandeffektivität. Spielt ihr eigentlich mit Gift und Brand? Ich glaube, einer von euch hat mit Gift gespielt. Oder spielt mit Gift. Okay, Alter. Ich lauf hier mit einer 107er Rüstung und ich habe schon 47, 133. Was ist bei mir denn verkehrt? Attentatschaden und Giftschaden. Schlangensatz, 30% Giftschaden und Schwächungseffekt. Okay, die behalte ich auf jeden Fall. Ich mach mit Gift. Ah, Sarah, du warst es. Okay. Ich loote und loote und loote. Alles Gute in der Loote, aber ich benutze das nicht oder ziehe es nicht an. Ich bin ja echt hardcore. So. Manche nennen es hardcore, manche nennen es dumm. So, Freund in Not. Genau. Und das machen wir ja gerade. Hier gehen die Pfeile aus. Das ist ja auch unmöglich. Einfach absurd. So. Tobi, ich muss dir sagen, deine Helme sehen kacke aus, ne?
Ja, die Helme sehen echt kacke aus. Aber du hast es ja auch gesagt, als bei den coolen Helmen hier. Bei dem vom Sparta-Wolf hier. Komm her, komm her. Ich bin schneller als mein Pferd. Oder doch nicht? Na los, komm. Ah, jetzt macht sie das. Entschuldigung, Entschuldigung. Das war ein schöner Ausweich. Blablubli. Da komme ich, glaube ich, rüber, ne? Denk schon. Da müssen wir eigentlich rüberkommen. Gestreckter Galopp. Warte, ich will wieder reiten. Ich will echt wieder reiten. Macht so Spaß. Alter, wie schön ist das denn? Bewegung. Hey, Cassandra, ich wollte gerade das die Natur hier loben. Oh, und dann kommt die gleich mit Bewegung. Und dann kommen hier gleich wieder Wölfe oder ja, Löwen. Alles gut, ich schneide nur kurz vorbei. Und dann ist alles gut. Ah, da ist er ja. Die Festung. Das sind echte Athener. Ja. Ist halt so, Arschlöcher gibt's auf allen Seiten, ne? Vor allem im Krieg. Habe ich in den. Das Zitat habe ich, glaube ich, schon mal gebracht. Das hat mal entweder ein griechischer oder ein römischer Philosoph gesagt. Die ersten Opfer des Krieges ist die Bevölkerung oder sind die Zivilen. Das muss die Festung Philae sein. Wenn Hitor recht hat, werde ich Arpi hier finden. Ich habe noch nie ein besseres gesehen. Ja, aber der hat's nicht selbst geschmiedet. Er kann vielleicht nicht. Oh. Aber das Schwert. Na, Lacka! Du hast nicht das kleinste bisschen Ehre! Boah! Hä? Seine Faust hatte mehr Schaden als seine Axt. Oh, das war lustig. Es war zwar dumm, dass er nicht gestorben ist, aber es war sehr lustig. Ich war ein bisschen perplex. Ich habe echt nicht verstanden, was der da gerade gemacht hat. Ich stelle keine Fragen. Ich weiß nicht, warum. Das muss die Festung Philae sein. Wenn Hitor recht hat, werde ich auch hier. Oh, schön. So, naja, okay. Mein Damage reicht anscheinend nicht aus für den kleinen Klaus. Ärgerlich. Very ärgerlich. Gesehen, dass der Befehlshaber gekauft hat? Was macht die denn? Nie ein besseres gesehen. Er hat es von dem neuen Schmied, sagte er. Ja, aber der hat's nicht selbst geschmiedet. Er kann vielleicht einen Helm ausbeulen, aber dieses Schwert, das ist echte Handwerkskunst. Ich bin eine professionelle Attentäterin. Wollte eigentlich auf das Seil, aber. Warte, da ist noch einer. Sarox, Tobi, Dimmi hier. Bin jetzt am PC. Account von Pruder. Danke, cool. Freut mich sehr. So, die Frage ist, wie.
Das ist doch kacke, dass er jetzt genau. Der will mich doch verarschen. Hallo. Oh nein, doch nicht springen. Du Idiot. Nein, nicht Signal. Bist doch ein. Hat er das Signal jetzt gemacht? Hat er das Signal gemacht? Ich leg mal kurz eine Falle. Naja, ja, also wie gesagt, heute läuft's richtig. Nein, ist er gestorben? Ich weiß echt nicht, was heute los ist. Das ist komplett dumm. Ach, du bist ein einfacher Soldat, dich kann ich töten. Dann komm mal her. Dankeschön. Das hat gut, ein Gutes getan. Schön. Was ist denn los? Überbackene Nachos und Salsa-Soße. Was ist los? Wir brauchen neue Befehle. Ja, sobald ich Affiliate bin, kann ich Befehle machen und also geile Befehle machen und so weiter. By hands. Bitte wieder richtig Assassin-mäßig und so. Ja, okay. Ja. I don't know what's going on here. But I'm very good tonight. And yeah, okay. My shit happens. Oh, was passiert, wenn ich mich einfach hier hinlege und einschlafe? Antwort: Nichts. Richtig. Ach du Schut. Warte. Wer macht diese Geräusche? Ich höre Geräusche. Ja, komm her. Ja, ja fein. Komm her. Ja, ja, ja. Schau mal, hier ist ein Loch in der Wand. Immer das ist. Hör gefälligst auf. Okay, dann komm her. Was? Gut. Ich hatte gerade schon wieder Angst, dass ich ihn nicht töten kann. Gut. So, dann wollen wir mal zum nächsten Opfer gehen. Den werde ich wohl jetzt nicht so schnell töten können. Was passiert, wenn ich... Hat er Plumps gemacht und unten ist er. Sehr schön. So muttert.
Das Problem ist, die stehen alle zusammen, ne? Gut, dann töte ich erstmal die da vorne. Alter, das macht halt gar keinen Schaden. Wie viel Schaden macht der da? Eigentlich genauso viel Schaden. Giromino! Giromino? Was? Ja, okay. Aua. Piekst mich nicht. Aber schön, dass ihr uns nicht hört. Schön in die Ecke, so kann er sein. Aua. Was spielst denn du? Nicht weg hier. Aua. Ich habe mich zu früh gelobt. Aua. Ich habe mich echt zu früh gelobt. Wieso mache ich immer solche Sachen? Also, wenn man so blocken könnte in Real Life, das wäre schon heftig. So Bogen schießen. Oh, er greift mich an. Doppelschwert raus. Fertig. Gut. Der hat ein lila farbenen Gürtel. Oh. Ulala. So, Ah, oh, schön. Wieso stehen die beiden zusammen? So. Das war sehr schön von mir. Ich fand ein bisschen mehr Action. Hast du mich gerade feige Sau genannt? Zieh dich nicht in die Länge. Das war echt lustig. Mach mal. Oh. Oh. Warte, ich geh mal erstmal zu denen. Oh. Ich dachte, ich hatte den gerade besser blockiert. Was wage ich denn? Wo ist denn der nächste? Ah, da oben. Ja, hier bin ich. Und du tust mir echt leid.
Ja, ich mache echt gerade Wikinger-Style. Naja, irgendwo funktioniert es ja auch. So. Alter, heute schreibt ihr aber echt viel. Voll cool. Ich sag voll realistisch an. Okay, gut. Dann wollen wir mal weitermachen. Also die da vorne haben den Schlachtenlärm überhaupt nicht mitbekommen. Das finde ich natürlich sehr gut. Und da kommt gerade einer vorbei. Bleib mal stehen. Gut. Dieses... Oh, dieser... Also, ich glaube, diesen Finisher mag ich am liebsten. Einfach diesen nach hinten noch wegtreten. Das ist so brutal. So. Wieso schaut er gegen die Wand? Guten Tag. Eigentlich habe ich, wollte ich gerade, beziehungsweise habe ich gerade ausgewichen, bin ich gerade ausgewichen. Sein Tun. Aber anscheinend hat das nicht gezählt, aber das hat gezählt. Wunderbar. Ich trete dich. Hör mal auf zu stechen hier. Alter. Ja, du auch. Sehr schön stehst du da. Gut. Easy. Alles easy. Hi. Ach, und das haben die nicht gesehen, ne?